Hier ist Extra 3, der Irrsinn der Woche mit Christian Ehring. Herzlich willkommen zu Extra 3. Wir sind Vize-Weltmeister. Meine Damen und Herren, Dankeschön. Vielen Dank. Wir Deutschen sind Vize-Weltmeister. Nicht im Fußball, nein, nicht im Fußball. Wir sind Vize-Weltmeister im Pakete schicken lassen. Wir sind quasi Vize-Bestellmeister. Niemand in Europa lässt sich so viele Pakete schicken wie wir. Weltweit liegt nur noch China vor Deutschland. Ich habe bei meinen Autoren Gags zu dem Thema bestellt. Die sind ja leider alle bei meinen Nachbarn abgegeben worden. Aber es ist wirklich so, es kommen so viele Paketboten. Es gibt Häuser, da haben die Hunde schon Schilder aufgehängt. Bitte nicht mehr klingeln, wir sind satt. Und bei mir klingelt es wirklich, es klingelt jeden Tag dreimal, mindestens. Ich arbeite viel zu Hause. Ich fühle mich inzwischen wirklich wie ein Paketshop. Ich nehme alles an und gebe es dann wieder raus. Ja, ich nehme so viel Pakete. Also bei mir klingeln manchmal Nachbarn und sagen instinktiv, mein Paket, zweimal Sondermarken, eine Packung Briefumschläge und Tampons bitte. Und was da für riesige Pakete durch die Gegend gekarrt werden. Das ist unglaublich. Letztens stand da was bei meinen Nachbarn im Vorgarten. Ich wusste überhaupt nicht, was ist das? Ist das eine Paketlieferung oder ist das schon ein Erweiterungsanbau? Es gibt keinen Grund, besonders stolz darauf zu sein. Die Konsequenz der ganzen Internetbestellerei ist klar. Immer mehr Läden machen zu. Vor allem in den Städten. Ja? Wenn man früher ganz alleine sein wollte, ging man, was weiß ich, zu Fuß zum Südpol. Heute fährt man in die Innenstadt von Kloppenburg. Reicht aus. Das haben wir nämlich dann davon. Und die Straßen sind gleichzeitig natürlich verstopft, weil es immer mehr von diesen Lieferwagen gibt, die Pakete durch die Gegend fahren. Firmen wie Amazon machen mit der Nutzung unserer Straßen ein Riesengeschäft. Gut, dafür zahlen sie natürlich auch Steuern. Ja. Die zahlen Steuern. Mit denen dann wieder neue Straßen gebaut werden. Schöne Straßen kann man sich anschauen. Nicht in Deutschland, hier zahlen sie ja kaum was, aber in Luxemburg. Schöne Straßen. Von den Arbeitsbedingungen der Paketzusteller wollen wir jetzt gar nicht reden. Die sind unter aller Sau, das ist bekannt. Ich frage mich, könnte man das nicht einfach outsourcen an Leute, die sowieso von Haus zu Haus ziehen? Die Zeugen Jehovas zum Beispiel. Können wir noch machen. Ja? Ja. Ding dong, guten Tag, wir möchten mit Ihnen über Gott reden und außerdem haben wir noch ein Zalando-Paket für Sie. Es hätte noch einen weiteren Vorteil, bei den Zeugen Jehovas kann man wirklich sicher sein, die finden jedes Haus. Bei Paketzustellern ist das nicht immer der Fall. Martina Hauschild. Jana Hilger ist umgezogen in ein Neubaugebiet in Hamburg-Altona. Weil sie Zuwachs erwartet, braucht sie noch so einiges. Und das bestellt sie sich im Internet. Wenn da nur nicht dieses eine Problem wäre. Seit Tagen kommen Pakete von allen möglichen Lieferdiensten, nur nicht von DHL. DHL findet uns nicht. Und deshalb versuchen sich die Bewohner im Neubaugebiet irgendwie bemerkbar zu machen. Ich kriege immer nur die Nachricht, dass wir hier nicht wohnen oder dass es diese Adresse nicht gibt. Frau Hilger hat was fürs Baby bestellt und beobachtet aufmerksam die Sendungsverfolgung. Und die Sendung wurde leider fehlgeleitet. Dann kommt die Mail von DHL. Leider konnten wir sie unter der angegebenen Adresse nicht finden. Das Ganze ist jetzt schon viermal passiert. Und ich frage mich, wenn Sie unser Haus schon nicht finden, warum Sie es nicht einfach in die nächste Postfiliale bringen? Das ist zwei Straßen weiter. Stimmt, die Post ist wirklich sehr nah. Also wir sehen Sie, aber Sie sehen uns nicht. Aber das lässt sich ja sicher in der nächsten Postfiliale klären. Die Dame am Schalter sagte, ich müsste mich an die DHL-Hotline wenden. Sie hätten mit DHL nichts zu tun. Klar, mit DHL hat die Post nichts zu tun. Frau Hilger ruft die Hotline an. Warum findet DHL die Susanne von Paczenski-Straße nicht? Bitte hören Sie, ich habe die Straße gegoogelt, aber da sehe ich kein Haus. Ich wohne in einem fünfstöckigen Haus. Ich wohne hier seit dem 1.5. Das ist ein Haus, das alle anderen auch finden. Aber ich sehe bei Google Maps kein Haus.
Aber Ihr Fahrer muss doch das Haus nicht auf Google Maps sehen. Er fährt in die Straße rein und kann das Haus selbst sehen. Wenn er in die Straße fahren würde. Wenn er sich aber das veraltete Satellitenbild von Google ansieht, steht hier kein Haus. Okay, mittlerweile stehen hier große Häuser. Vielleicht hat das DHL nur niemand gesagt. Also bitte, helft DHL. Hallo DHL, hier sind wir. So ein Neubaugebiet kann man ja schnell mal übersehen. Jetzt wollen ja die SPD und die Grünen Amazon verbieten, Retouren einfach zu vernichten, wie es bislang gemacht wird. Ja, dann können die Zusteller die wahrscheinlich behalten, damit der Lieferwagen endlich etwas wohnlicher wird. Und wir müssen uns ja inzwischen darauf einstellen, dass zumindest das, was die Grünen fordern, bald auch Gesetz wird. Denn die Grünen haben einen irren Lauf. Das sah vor gerade mal 2 Jahren noch völlig anders aus. Damals hat Katrin Göring-Eckardt gesagt, dass die Themen, mit denen wir im Moment draußen sind, jetzt nicht gerade wahrgenommen werden als der heiße Scheiß der Republik. Da sehen Sie mal, wie schnell sich das ändert inzwischen. Ja? Vor 2 Jahren war nicht der heiße Scheiß, jetzt ist die Kacke am Dampfen. 51% der Befragten würden bei einer Direktwahl für Grünen-Chef Habeck stimmen. 24% für CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Nur 24%, das ist wenig. Also vor Kramp-Karrenbauer liegen auch noch Friedrich Merz, Armin Laschet und die Geissens. Bis tief in die konservativen Schichten hinein sind die Grünen inzwischen wählbar geworden und haben viel von ihrem Schrecken verloren. Bei Jürgen Trittin hatte man immer Angst. Ich hatte immer Angst. Er zieht einen persönlich mit der Nase durch den Müll, wenn man den nicht richtig getrennt hatte. Jetzt haben alle anderen Angst vor dem Erfolg der Grünen. Thorsten Schäfer-Gümbel zum Beispiel. Nö drum. Die Grünen versuchen im Moment, alles Elend dieser Welt zu reduzieren auf die Frage des Klimawandels. Nun ja, der Klimawandel ist tatsächlich Ursache für sehr viel Elend in der Welt, sogar gewissermaßen für das Elend der SPD, die das Thema, ja, wie die meisten anderen Parteien eben auch einfach nicht richtig auf dem Schirm hatte. Und man muss auch mal sagen, dass sie also teilweise, entschuldigen Sie die Wortwahl, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass sie sich doch teilweise insgesamt einfach kackendoof anstellen, oder? Also, jetzt CSU. Die CSU jetzt mit ihrer Maut. Also mein Gefühl, die CSU ist nicht mehr in der Lage, ein Gurkenglas zu öffnen, ohne gegen EU-Recht zu verstoßen. Die CDU. Ihre Schwesterpartei, die CDU, kennt sich mit sozialen Medien und jungen Menschen ungefähr so gut aus wie der Papst mit dem Kamasutra. Und seit Christian Lindner gesagt hat, den Klimaschutz sollte man lieber den Profis überlassen, ist die FDP für junge Leute ungefähr so attraktiv wie ein Backstage-Spaß beim Musikantenstadel. Super. Und naja, bei der SPD mache ich mir noch nicht mal mehr die Mühe, mir was auszudenken. Jetzt, Entschuldigung, muss ein bisschen ressourcenschonend auch hier witzeln. Jetzt könnten die ja einfach sagen, sorry, wir haben es vergeigt. Wir versuchen es jetzt mal, das besser zu machen, ja, das Thema aufzugreifen. Stattdessen ist Christian Lindner derzeit wieder mit seinem Hit auf Tour. Die Grünen wollen euch das Schnitzel wegnehmen. Es ist der Dieter-Bohlen-Song unter den politischen Verleumdungen. Immer gleich, keiner kann es mehr hören, aber es landet dann doch wieder auf der 1. Es hat kein einziger Grüner gefordert, dass das Schnitzel verboten werden soll. Die trauen sich auch gar nicht mehr, irgendwas zu verbieten. Machen die nicht mehr, aber man kann es ja mal behaupten. Wahrscheinlich zieht die FDP bald eine Gegenbewegung auf zu Fridays for Future. Das ist dann Thursday for Metwurst. Da werden sicher viele kommen. Kann ich mir lebhaft vorstellen. Und auf die FDP-Wahlplakate freue ich mich auch. Schnitzel first, Beilagen second. Die Grünen an der Regierung. Vielleicht sogar als stärkste Kraft. Das ist für viele inzwischen eine ganz normale Vorstellung. Für einige aber doch nach wie vor der größte Horror. Die sehen da eine Ökodiktatur am Horizont aufziehen. Eine Art Grün-Korea. Nachdem die Grünen die Macht in Deutschland übernommen hatten, Hausdurchsuchung! Auf den Boden! Auf den Boden! Wurde alles verboten. Alufolie, Kaffeekapseln. Sonst noch was? Nein. Plastik töten, Strohhalme, Wasserstäbchen. Das gibt ein Jahr Aufforstungslager.
Sie schufen eine Diktatur, die keine Gnade kennt. Die Strohhalme! Die braucht die! Absolute Mehrheit für die Grünen. Robert Habeck wird Bundeskanzler. Deutschland wird sich verändern. Verbot von Fleischkonsum. Verbot von Flugreisen. Werden Umweltverbrechen mit bis zu 20 Jahren Aufforstungslager geahndet. Wieso wird Propagandaminister? Aus dem freien Deutschland wurde eine Verbotsdiktatur. Doch einen Mann konnten sie nicht brechen. Wenn ich hier raus bin, werde ich es euch allen zeigen. Er gründete eine Widerstandsbewegung, die für die Freiheit des Konsums kämpft. Sie haben uns unsere Porsches und SUVs genommen. Wir dürfen nicht mehr fliegen, wir dürfen kein Fleisch mehr essen und das Plastik geht uns auch aus. Es ist Zeit aufzustehen. Wir müssen die Bevölkerung mobilisieren, wir müssen Flugblätter drucken. Immer mehr Menschen gehen in Deutschland auf die Straße. Sie fordern das Recht auf uneingeschränkten Konsum. Sie drehen die Heizung hoch und machen das Fenster auf. Freiheit! Sie lassen beim Zähneputzen das Wasser laufen. Ja. Sie widersetzen sich der Zwangsveganisierung. Freiheit! Sie sind der letzte Widerstand. Freiheit! Das Grüne Reich. Nach wahren Befürchtungen. Ein Film von Steinberger Silberstein. Angela Merkel hat nun gesagt, die Regierung würde bald eine komplett neue Klimapolitik machen und nicht mehr nur Pillepalle. Das hat sie wörtlich gesagt. Ja? Kein Pillepalle mehr in der Klimapolitik. So redet inzwischen die deutsche Bundeskanzlerin. Ich finde, schöner kann eine Regierungschefin die eigene Politik nicht beschreiben. Pillepalle. Beim Klima Schluss mit Pillepalle. Ab jetzt gibt's Kuddelmuddel. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Ideen für die anderen Politikfelder. Bei Bildung mehr Easy Peasy. Im Hambacher Forst mehr Hamsti Bamsti. Und bei der Geburtenrate mehr Hucci Kucci. Es ist verrückt. Ja. Es ist wirklich verrückt. Die CDU verliert wegen der Klimapolitik immer mehr Zustimmung, aber Merkels eigene Zustimmungswerte steigen, obwohl sie das alles verantwortet hat. Aber Merkel wird inzwischen offenbar gar nicht mehr als Teil der CDU wahrgenommen. Nicht mal mehr als Teil der Regierung. Ich glaube, die gilt einfach nur noch als lustige Sehenswürdigkeit in Berlin. So wie das Brandenburger Tor oder Currywurst. Merkel schwebt über allem. Sie könnte morgen SPD-Vorsitzende werden. Das würde keinen mehr wundern. Und natürlich auch ein großes Problem der SPD lösen. Denn das will ja keiner machen. Nach wie vor. Das will immer noch keiner machen. Jetzt heißt es, die wollen eine Doppelspitze. Man fragt sich, Doppelspitze? Seid ihr sicher? Habt ihr dafür überhaupt noch genug Leute? Es will niemand machen, ja, aus den unterschiedlichsten Gründen. Scholz sagt, nö, mir ist es zu anstrengend. Schwesig will sich lieber um MacBomb kümmern. Weil will in Niedersachsen bleiben. Giffey will sich um ihren Sohn kümmern und mal in Ruhe ihre Doktorarbeit zum ersten Mal lesen. Schäfer-Gümbel kann nicht. Er kann nicht, weil er zweimal die Woche Aerobic hat. Und Hubertus Heil will mehr mit der Katze machen. Schwer angeschlagen, schleppt sich die GroKo weiter dahin. Es ist eine Regierung auf Abruf. Ja, den Zettel hier soll Merkel tatsächlich Olaf Scholz zugesteckt haben. Willst du endlich gehen? Ja, nein, vielleicht. Bald geht's endlich in die Sommerpause. Alex Grantl und Tim Grundahl haben den ultimativen Sommervorausblick. Der Extra 3 Sommervorausblick. 23. Juni. Die SPD ist gerettet. Hubertus Heil wird gegen seinen Willen Parteichef. Die Genossen feiern den Heilzug. 24. Juni. Rückschlag für die Sozialdemokraten. Hubertus Heil tritt zurück. Begründung, er wolle lieber etwas Soziales machen. Der Parteiführung ist der Ernst der Lage sehr, sehr bewusst. Uns ist der Ernst der Lage sehr, sehr bewusst. 28. Juni. Sommerpressekonferenz der Kanzlerin. Angela Merkel stellt das Regierungsprogramm für den Rest ihrer Amtszeit vor. Essen, trinken, schlafen, Zähne putzen. 30. Juni, Sommerfest der SPD. Die verbliebenen 82 Mitglieder schaffen es nicht, sich die Lage schön zu trinken. Die Parteiführung bewertet die Lage als sehr, sehr ernst gerade. Naja, die Lage ist tatsächlich sehr, sehr ernst gerade. 5. Juli. Nach zähen Brexit-Verhandlungen zieht Premier Johnson einen neuen Deal an Land. Scheitert dann aber zu Hause am Widerstand des kleinen Mannes.
8. Juli. Annegret Kramp-Karrenbauer lässt sich von einer CDU-YouTuberin interviewen und erklärt, was ihre Partei mit der Meinungsfreiheit im Internet vorhat. Wir schließen als letztmögliche Maßnahme ein Verbot auch von vornherein nicht aus. 9. Juli, 10 Uhr. Die SPD ist gerettet. Franziska Giffey wird gegen ihren Willen Parteichefin. Die Genossen feiern den Giffey-Zug. 9. Juli, 11 Uhr. Rückschlag für die Sozialdemokraten. Franziska Giffey tritt zurück. Begründung, sie wolle lieber saubere Arbeit machen. Die Partei ist in einer extrem ernsten Situation. Diese Partei ist in einer extrem ernsten Situation. 2. August. Russlands Präsident Putin steigt ins Filmgeschäft ein. Er spielt den Bösewicht im Blockbuster James Bond jagt Dr. Niert. Fang mich doch, du Eierloch. 8. August. Eine Urwahl soll den nächsten SPD-Chef bestimmen. Spontan kapern die verbliebenen Kandidaten ein Partyboot und fliehen Richtung Mallorca. 10. August. Das SPD-Schiff dümpelt noch immer wenige Meter vorm Ufer. Es wollte einfach niemand das Steuer übernehmen. 11. August. Die SPD ist weiterhin führungslos und würde jetzt jeden nehmen. Außer Martin Schulz. So ernst ist die Lage dann doch nicht. Das war der Extra 3 Sommervorausblick. Es gibt einen Skandal, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, es gibt einen Skandal in Mecklenburg-Vorpommern. In Mecklenburg-Vorpommern sind jetzt mehrere aktive und ehemalige Mitglieder des SEK festgenommen worden. Die Männer sollen sich illegal Munition aus Beständen des Landeskriminalamtes beschafft haben und es der sogenannten Prepper-Szene weitergereicht haben. Ja, dass Polizisten Munition weitergeben an Prepper, ist ein wirklich gruseliger Vorgang, der unter dem Eindruck des Mordes an dem Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke nochmal ganz besonders brisant wird. Natürlich sind nicht alle Prepper rechtsradikale Reichsbürger oder Spinner. Manche frönen auch nur einem sehr exzentrischen Hobby. Prepper sind ja generell Leute, die sich auf Katastrophen minutiös vorbereiten und deswegen wie verrückt Lebensmittel horten, Waffen horten, teilweise Bunker bauen. Sie wollen einfach vorbereitet sein, also präpariert für bevorstehende Bürgerkriege, Alienangriffe, Zombie-Apokalypsen oder das Aussterben der Menschheit. Wobei ich mich frage, Aussterben der Menschheit in Mecklenburg-Vorpommern, wie soll man das überhaupt feststellen? Also, wie läuft das? Dann kommen die Prepper da aus ihren Bunkern und fragen, oh, alles Leben vernichtet? Ah nee, einfach nur Samstagabend. Aber es kann natürlich nie schaden, im Leben auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Sollte es zur Katastrophe kommen, setzt Christian auf sein Fluchtfahrzeug. Der Wagen ist mit allem ausgestattet, was man zum Überleben braucht. Erste-Hilfe-Ausrüstung, Wasser und Benzin, klar. Aber auf dem Hänger hat Christian auch eine Flex, ein Schweißgerät und einen Generator. Prepping Deluxe. Donnerwetter. Donnerwetter, die Bundeswehr ist neidisch. Ja? Was hat er alles an Material? Pff, Chapeau. Ja? Demnächst gibt es auch als Kinderserie Preppy Langstrumpf. Ich hab ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd, ein Notstromaggregat, 200 Konservendosen, 1200 Mischling, 300 Kilo Trockenfleisch. Ja, es gibt alle möglichen Prepper. Es gibt Prepper, die glauben, 2036 wird der Asteroid Apophis die Erde treffen. Und tragen deswegen immer Fahrradhelme. Andere horten Schnaps, um den als Zahlungsmittel zu verwenden, falls die Banken weltweit zusammenbrechen. Dann wollen die mit Schnaps ein neues Bankensystem aufbauen. Okay. Wenn man sich das Alte anschaut, denkt man, viel anders kann es auch nicht entstanden sein. Falls Sie, meine Damen und Herren, zu den sehr naiven Zeitgenossen gehören, die denken, ach Gottchen, wenn der Weltuntergang kommt und ich habe kein Essen im Haus, dann bestelle ich eben welches bei Lieferando. Dann sagt Ihnen jetzt unser Experte Heinz Strunk, was wirklich Sache ist. Fürchten Sie sich vor einem Wirtschaftskollaps, vor Epidemien, Pandemien, vor Katastrophen aller Art, bis hin zur Kernschmelze? Dann sind Sie einfach nur etwas ängstlich. Normal. Aber haben Sie in Ihrem Garten einen Atombunker verbuggelt? Steht vor Ihrem Haus ein vollgetankter, abflugbereiter Helikopter? Können Sie aus Moosklumpen Wasser saugen? Horten Sie in Ihrem Keller 1000 Konservengläser mit Rollmöpsen?
Dann sind Sie ein Prepper. Und das ist auch gut so, denn die Apokalypse ist längst kein Hirngespinst durchgeknallter Verschwörungstheoretiker mehr. Immer mehr Menschen bereiten sich auf den Ernstfall vor. Prepper haben große Angst vor einer islamischen Machtübernahme, vor einer Verslammung der Städte, davor, dass der Staat sein Gewaltmonopol verliert. Viele Prepper haben sich auf diese Ernstfälle so perfekt vorbereitet, dass sie hoffen, dass da endlich mal was schief geht. Erst verunsichert, dann verängstigt, doch jetzt vorbereitet. Prepared! Wie Hamster haben Prepper überall und nirgends Notrationen angelegt, Wasserdepots gegraben, Fettspeicher gebunkert, Kohlenhydratbunker gebaut. Niemals gehen sie ohne ihren Fluchtrucksack aus dem Haus. Wenn das Währungssystem erstmal zusammengebrochen ist, heißt es mit Zigaretten, Schnaps und Handyladekabeln bezahlen. Welcome to Judgment Day. Anders gesagt, Tag X kann kommen. Doch Achtung, Prepper ist nicht gleich Prepper. Während Hardcore-Prepper mit Sprengstoff hantieren und Todeslisten missliebiger Personen anfertigen, planen andere einfach nur Leben und Freizeit. Walter R. aus G. Ich bereite gerade meine Reise nach Helgoland vor, bin ich ja schon Prepper. Oder Hans D., der im Wintersport-Hotspot Ischgl Skipisten präpariert. Muss ich jetzt in Gefängnis? Es gibt die unterschiedlichen Prepper. Nazi-Prepper, Pfadfinder-Prepper, Spießer-Prepper, Prepper-Prepper und, oder. Einige Prepper haben auch nur einen ganz harmlosen Ravioli-Dosen-Fetisch. Und ganz aktuell, Prepper gegen die Machtübernahme der Grünen. Denn dann ist nämlich Schluss mit lustig. Dann ist Schmalhans Küchenmeister. Peter A. aus B. zum Beispiel hat in Erwartung baldiger grüner Fleischprohibition ein Dutzend Schiffscontainer mit Rindersticks, freilaufenden Stopfgänsen und Barbarieenten in seinem Vorratsbunker verstaut. Damit ist mein Fleischverbrauch für 2 bis 3 Wochen erstmal gedeckt. Mate, Wurst und Sojabraten. Worauf müssen sich Prepper in einer Gründiktatur noch einstellen? Ein komplettes Rauchverbot natürlich. Hilflich. Nachtangelverbot und alkoholfreier Schnaps. Armes, grünes Deutschland. Robert Habeck. Wenn wir erstmal ein Drücker sind, kommt die Askesesteuer. Annalena Baerbock skandiert. Wir nehmen den Leuten einfach alles weg, was Spaß macht. Ist das geil? Ich glaube nicht. Wer jetzt doch kein Prepper ist, hat selber schuld. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen recht schönen guten Abend. Vielen Dank. Heinz Strunk. Ganz besonders schlimm ist es natürlich. Das ist wirklich eine katastrophale Situation, wenn so ein Prepper vor dir an der Supermarktkasse steht. 90.000 Rollen Toilettenpapier, 30.000 Dosen Ravioli. 7.000 Kilometer Zahnseide und dann fangen sie an, passend das Kleingeld rauszugraben. Der Horror. Was sonst noch wichtig war, jetzt in Abgehakt, die Woche aus der Sicht der Nachrichten. Guten Abend. Meine Damen und Herren, willkommen zu den Nachrichten. Oh nein, jetzt ist hier wirklich Ende Gelände und hätte, hätte Mautvignette. Die geplante Pkw-Maut in Deutschland verstößt gegen EU-Recht. Was? Der Lieblingsquatsch der CSU? Die Pkw-Maut für ausländische Kraftfahrzeuge. Pkw-Maut für Ausländer. Kann plötzlich nicht eingeführt werden? Wegen EU-Recht? Ja, wieso hat der CSU das all die Jahre niemand gesagt? Mit mir wird es keine Pkw-Maut geben. Das EU-Recht. Problem mit dem Europarecht. Gegen europäisches Recht. Diese ständige Maut-Maulerei. Den Europäischen Gerichtshof möchte ich erst mal sehen, der sagt, das geht in Ordnung. Und jetzt diese EuGH-Entscheidung, das ist echt... Ein überraschendes Urteil. Schiff Ahoi, Kriegspaddler von der Marine. Na, geht's jetzt bald aufs Wasser? In Wilhelmshaven wurde heute die erste neue Fregatte in Dienst gestellt. Zeit für Seemannsgarn mit Ursula. Fast seit meinem Amtsantritt habe ich immer wieder gehört, die F-125 kommt jetzt bald. Das ist jetzt über 2000 Tage her. Aber das Wichtigste ist, wir sind endlich am Ziel. Und finanziell am Ende. So stiegen die Kosten für die neuen Fregatten um eine halbe Milliarde Euro. Von 2,6 auf 3,1 Milliarden Euro. Dafür haben die aber auch was bekommen. Heute soll die Fregatte schwerer sein als bestellt und Schlagseite haben. Danke, ThyssenKrupp. Dazu noch Technikprobleme? Ein Brandschutzanstrich blätterte ab. Zusätzlich gab es Schwierigkeiten mit dem Rumpf. Aber wir Seeleute wissen,
Wenn alle am gleichen Strang ziehen, erreicht man auch das Ziel. 4 Jahre zu spät, Ziel erreicht. Wir sind endlich am Arsch. War sonst noch was? Ach ja, die Bahn zeigt ihren neuen Auskunftsroboter. Wann fährt denn der nächste Zug nach München, Sammy? Entschuldige? Kannst du mir auch sagen, wann der nächste Zug nach München fährt? Entschuldige? Entschuldige? So sprechen doch keine Bahnmitarbeiter. Dieser City Express hat leider eine Verspätung von 50 Minuten. So, geht doch. Abgehakt von Sine Wiegers. Mit der Digitalisierung soll das Leben ja eigentlich immer leichter werden. Aber was ist die Wahrheit? Vieles wird komplizierter. Zum Beispiel Ladekabel. Jedes verdammte Gerät, das man kauft, hat ein eigenes Ladekabel, das garantiert nicht auf ein anderes Gerät passt, das man schon mal gekauft hat oder irgendwann noch kaufen wird. Das macht mich wahnsinnig. Alte Ladegeräte sorgen für über 51.000 Tonnen Elektromüll pro Jahr. Und ich habe das Gefühl, das allein bei mir im Haushalt. Ja, wie viele Schubladen bei mir mit irgendwelchen Kabeln gefüllt sind. Das ist der Wahnsinn. In Italien heißt das Spaghetti Carbonara. Ja, dieses Durcheinander von Kabeln. Es gab vor 10 Jahren schon Bestrebungen, das zu vereinheitlichen. Führende Handyhersteller haben sich auf einen einheitlichen Standard für ihre Ladegeräte geeinigt. So soll künftig jede Menge Abfall eingespart werden. Ja, da sind wir ja weit gekommen. Und das betrifft ja nicht nur Netzkabel, es betrifft nicht nur diese Stecker, es betrifft im Prinzip alle. Es sind alle Arten von Steckern, Kopfhörer, USB-Stecker, seit Jahrzehnten immer wieder neu. USB 1.0 Typ A-Stecker, Typ B, Typ Mini B 5-polig, Miniatur B 4-polig, USB 2.0 Micro B-Stecker, USB 2.0 Mini B-Stecker, USB 3.0 Mini B-Stecker, USB 3.1 C-Stecker. Ein USB-Stecker muss sich fühlen wie ein SPD-Parteivorsitzender. Ja. Ja, klar. Du bist kaum ein Jahr dabei, schon wirst du ersetzt. Ist doch Mist. Und wenn ein Gerät kaputt geht, dann muss man das Kabel auch immer gleich wegschmeißen. Was für ein Unfug. Wenn mein Auto kaputt ist, reiße ich doch auch nicht die Garage ab. Jetzt steht der Sommerurlaub vor der Tür und es ist ja wirklich unglaublich, was man da alles an Kabeln mitnehmen muss. Okay, Rasierer? Ja? E-Book-Reader? Mhm. Elektrische Zahnbürsten. Wir fahren immer total gut vorbereitet in den Urlaub. Wichtig, die Ladekabel nicht vergessen. Aber das ist kein Problem für uns. Was hat dein Handy für einen Anschluss? USB Typ C? USB Mini B? Ist es Lightning oder ist es der Vorgänger von Lightning? Ich glaube, das war USB Micro B. Oder war es USB Micro B Superspeed? Okay. Ach Schatz, denkst du an die Ladekabel für die Action Cam und das Tablet? Ah, ich hab's. Was ist das? Ach, da ist ja dein Ladekabel für den Langhaarrasierer. Und für die Bluetooth-Boxen. Und es ist das Ladekabel für mein altes Handy. Ha, da ist es. Bei manchen Ladekabeln könnte man meinen, dass sie ein Eigenleben führen. Gerade eben noch ordentlich in die Tasche gesteckt. Schon ist wie von Zauberhand ein Knoten drin. Manche Ladekabel verknoten sich mit allem, was auch nur im Entferntesten nach Kabel aussieht. Das ist mein Schnürsenkel. Nee, das ist das USB-1-Kabel von meinem alten Windows 98-PC. Aber das schwarze hier ist eine abgerollte Lakritzschnecke. Oh, ob die noch gut ist? Das Kabel für das Ladegerät unserer Videokamera verknotet sich aber nicht einfach nur so. Nee, das kann 3 verschiedene Seemannsknoten. Was zum... Das Taxi zum Flughafen. Das Ladekabel für mein Epiliergerät. Wollen Sie nicht in 10 Minuten mal im Flughafen sein? Ich hole es schnell. In der Kommode, mittlere Schublade. Oh. Wir verbringen jetzt unseren Urlaub im Garten. Und sortieren mal ganz in Ruhe unsere Kabel. Hurra, das war eine Freude. Extra geht in die Sommerpause, meine Damen und Herren. Wir sind am 15. August im 1. wieder da. Ich wünsche einen schönen Sommer. Denken Sie an die Kabeltasche. Bis bald.